Ehre, wem Ehre gebührt. Der Freundeskreis Nolay-Federsheim wurde mit der Europamedaille ausgezeichnet und zu Gast heute ist der erste Vorsitzende des Freundeskreises, Holger Pfannenbeder. Herr Pfannenbeder, guten Abend und herzlich willkommen im Wohnders-Magazin. Guten Abend. Ja, fangen wir mal mit so einer kleinen Geschichtsstunde an. Seit wann gibt es denn den Freundeskreis? Der Freundeskreis ist noch recht jung. Es gibt uns jetzt seit 15 Monaten. Seitdem sind wir eingetragene Vereine, sind gemeinnützig anerkannt und es war natürlich schon vorher Bestrebungen im Gang. Sowas bildet sich ja nicht aus heiterem Himmel. Da gab es schon mal einen Sprachkurs und da gab es schon diese Förderung vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Und mit der Förderung ist halt vieles leichter. Wir können ja eigentlich nicht auf die Förderung der Stadt Worms bauen, weil da passiert nicht mehr viel. Und Budget haben wir in Federsheim auch nicht. Also müssen wir gucken, wie wir über die Runde kommen. Aber es gibt da Quelle und die nutzen wir auch aus. Es ist natürlich schon Dokumentation, es müssen Anträge gestellt werden, es müssen Fristen eingehalten werden. Aber es lohnt sich, denn wir arbeiten ja eigentlich für eine gute Idee. Dann frage ich gleich, was sind denn die Ziele und die Aufgaben, die Sie sich als Förderverein gestellt haben? Also es geht darum, die Freundschaft mit Frankreich an sich, aber ganz insbesondere mit unserer Partnerstadt, weiterleben zu lassen. Und dann ist es ja so, die offizielle Partnerschaft, die läuft schon seit 66. Und diese offizielle Städtepartnerschaft hatten ein Problem über die Corona-Zeit, wo man eigentlich weniger zusammenkam, wo Abstand war. Na, dann habe ich irgendwann mal den Bürgermeister angerufen und habe gemeint, wir müssten mal doch uns zusammensetzen und müssten mal planen, wie wir weitermachen. Und dann war Weihnachtsmarkt in Colmar und da haben wir uns getroffen. Und da haben wir die Weiche gestellt, das ist jetzt doch schon 2 Jahre her. Und jetzt läuft die Sache eigentlich wieder rund. Und wenn man dann nachfragt, ja warum diese Europamedaille, dann ist das wahrscheinlich auch ein Grund, weil wir müssen vielleicht weg von offiziellen Treffen, die es früher immer gab, Stadtrat hier, Ortsbeirat dort und alles gut und schön. Aber wir müssen in die private Basis und vor allem müssen wir sehen, dass wir die Jugend mit einschließen. Jetzt ist Jugend einschließen nicht so einfach, weil die Federsheimer, die sind ja, wenn sie 11 Jahre sind, gehen die nach Worms in die Schule und dann ist eigentlich auch sehr zuständig und nicht mehr Nolay. Also haben wir gesagt, da müssen wir um die 10-Jährige kämpfen und so war jetzt beim diesjährigen Austausch auch eine Schülergruppe mit 11 an der Zahl da. Die haben wir dann auch wieder bei Federsheimer Schüler untergebracht, sodass dieses kleine Pflänzchen von Freundschaft anfängt zu wachsen. Sie hatten die Europamedaille gezeigt, Sie haben sie mitgebracht, vielleicht können wir die mal einblenden. Eine der Aktionen, es gibt noch eine zweite Aktion oder noch mehrere Aktionen, ja. Das ist zum Beispiel der Wein. Erzählen Sie mal was zu dem Wein. Ja gut, das ist eigentlich schon eine ältere Geschichte. Wir hatten 50-jähriges der Partnerschaft in 2016 und da ging es darum, die Partnerschaft lebt vom Wein. Das hat schon damit angefangen. Dieser Altbürgermeister Heinrich Schmidt, der wurde Anfang der 60er Jahre nach Oberwesel bestellt und da wurden Partnerschaften vergeben. Und da sagt er, ja, Partnerschaft mit Burgund ist eine tolle Sache, wir nehmen nur eine Stadt, wo Reben stehen. Und so sind wir an Nolay gekommen. Und siehe da, dass beim ersten Treffen, als die Federsheimer dann nach Nolay gefahren sind, da sagt der Georges Rave, Partnerschaft, das war der damalige Bürgermeister aus Nolay, Partnerschaft ist eigentlich wie ein hohles, leeres Gefäß, wenn man es nicht füllt. Und füllen kann man es eigentlich nur mit gegenseitigem Verständnis und mit Freundschaft. Und das ist eigentlich unser Auftrag. Daran arbeiten wir. Und da kann nicht ein Partnerschaftsbeauftragter, der ich vorher war, alleine arbeite, da muss man das auf breitere Basis stellen. Und so kam es zu der Gründung von diesem Freundeskreis. Mittlerweile haben wir 40 Mitglieder. Und ich muss feststellen, wenn dann Arbeit ist, dann stehe ich nicht alleine. Dann ist Unterstützung da. Dann kann man auch nicht sagen, du Stadt Worms, gib uns mal was dafür. Das machen wir selbst. Das kriegen wir hin. Der ganze Vorstand war involviert bei dem letzten Treffen. Es läuft momentan wie geschmiert. Hoffentlich bleibt so. Also das ist eine Auswirkung, der Wein. Der Wein spielt eine große Rolle. Man sieht es auch schon am Etikett. Es gibt in Nolay einen Künstler, den Georges Boucher. Der hat dieses Etikett entworfen. Und Sie sehen das auch an der Ortseingänge von Federsheim. Das ist genau die gleiche Idee.
Es ist eigentlich das Wappentier aus Nolay, das ist die Ente und das Feder der Federsheimer Adler. Die hat er beide verknüpft in der Nationalfarbe und die, man kann schon sagen, sie umarmen sich so in der Richtung. Das ist eigentlich, sagt eigentlich alles aus über die Partnerschaft, so soll das laufen. Jetzt habe ich eine Frage zu dem Wappen. Man kann sie hier sehen, der Federsheimer Adler und Ente sind sieben Ente. Ja. Gibt's, warum sieben Ente? Was ist da der Hintergrund? Ja, es gibt in Nolay auch ein kleines Flüsschen, die Kosan. Die entspringt am Ende der Welt. Da sind wir auch schon mal hingelaufen und haben da Picknick gemacht. Und in Nolay ist sie gar nicht mehr so sichtbar. Aber da müssen irgendwann, also da ist auch noch eine Waschanlage, wo die alten Nolayer ihre Wäsche gewaschen haben. Und da waren Ente. Und warum das jetzt sieben sind? Wahrscheinlich ist die eine oder andere in den Kanal gekommen. Sieben blieben übrig, die sind auf den Wappen. Ah ja. So wie die zehn kleinen Negerlein. In der Richtung muss das gelaufen sein. Herr Pfannweger, nochmal, seit wann gibt es eigentlich offiziell die Partnerschaft? Also der Partnerschaftsvertrag wurde 1966 abgeschlossen. Da war sowohl in Nolay als auch in Federsheim der offizielle Anlass. Und seitdem läuft die Partnerschaft schon sehr früh mit Schulpartnerschaften, mit Schüleraustausche, mit offizielle Austausche. Also das ist eigentlich immer gut gelaufen. Aber es war doch nicht ganz so verteilt auf die Bürger aus. Bürger haben wir in Federsheim natürlich ein paar mehr, das ist ein Problem. In Nolay gibt es 1500 Einwohner, schätzungsweise. Mal 20 mehr, mal 20 weniger. Und wenn wir dann da anrücken mit dem Bus voll Leute, ist es für die schon schwierig, die alle privat unterzubringen. Aber es ist bis jetzt immer gelungen. Also irgendwie kriegen wir das hin. Und Partnerschaft geht ja nur im privaten Haushalt. Wenn man im Hotel übernachtet, dann braucht man nicht hinfahren. Jetzt haben wir schon so viel von Nolay gesprochen. Beschreiben Sie doch mal das Nolay. Wo ist es? Also, eine Wohlerzahl hatten Sie gesagt, 1025. Ja, also wenn man nach Burgund kommt, die Weinhauptstadt von Burgund ist Beaune. Und dann muss man noch 20 Kilometer weiter. Da fährt man an weltberühmte Lage vorbei, an Pommard, an Meursault. Und dann fährt man so ein Stück durch den Wald und dann kommt man nach Nolay. Auch dort stehen wieder Reben. Die liegen allerdings höher. Nolay liegt auf einer Meereshöhe von 300 Meter. Das heißt, die Vegetation ist dort später. Und durch diesen Klimawandel gewinnt Nolay. Also ich denke, am Anfang, vor 30 Jahren, da muss man sich schon dran gewöhnen, an den Wein, der dort wächst. Mittlerweile fällt es leichter. Also da ist ein Aufwind da. Und die Herzlichkeit, die Freundlichkeit, die ist nach wie vor gegeben. Also wenn da Federsheimer auftauchen, die sollten sich nur im Rathaus melden, dann kriegen die schon mal auf dem Campingplatz einen Platz zugewiesen und haben sofort den Kontakt. Das ist einfach Freundlichkeit, die ist da. Mhm. Was ist denn der Charme der Stadt Nolay? Ja, Nolay hat einen mittelalterlichen Ortskern. Das heißt, es gibt die zweitälteste Markthalle in Frankreich. Da sind sie recht stolz, ist aus dem 14. Jahrhundert, ist mit Steinplatte gedeckt, also wiegt der Quadratmeter 600 Kilo, ist mit Eichengebälk abgestützt und darunter findet nach wie vor Markt statt. Und das hat einen riesen Vorteil, auch im Sommer, wenn es warm ist, unter diesem Steindach wird es nicht warm. Die Platte, die bleiben einfach kühl, man kann also Frischware sehr gut anbieten und so hat Nolay so einen Mittelpunktcharakter. So, das ist dann so ein Marktflecken. Zwischendrin. Es ist nicht sehr groß, aber es ist in Frankreich schon bekannt. Es gibt auch einen sehr bekannten, also der bekannteste Bürger aus Nolay, das ist der Lazare Carnot. Der ist vor 200 Jahren ist der verstorben und der hat in der Französischen Revolution eine große Rolle gespielt. Der hat dem Napoleon die Armee organisiert, ist in Magdeburg verstorben. Und weil sich das halt jetzt jährt, sind da Ausstellungen, Wanderausstellungen, das macht auch Nolay bekannter, wenn man dem Carnot dann huldigt. War dann auch im Parlament. Aber Nolay zehrt halt 200 Jahre davon. Der hat einen Sohn, der hat die Dampfmaschine entwickelt und so, aber diese Familie Carnot ist seitdem halt nicht mehr erwähnt worden. Das hat sich dann gelegt. Aber Lazare Carnot ist in Frankreich bekannt. Wenn Sie jetzt Nolay mit Federsheim vergleichen würden, was käme da dabei raus? Ja, Nolay ist nach wie vor selbstständig.
Und aha, das heißt, die haben ein eigenes Budget, die können ihr Geld so ausgeben, wie es ihnen gefällt. Sie sind auch in einer Agglomeration eingebunden, Agglomeration Bohn-Süd. Aber Federsheim hat halt kein Budget. Federsheim ist ein Teil von Worms und wenn es ums Geld geht, ist das ja alles schwierig. Und dann kann man auf offiziellem Weg nicht viel erreichen, dann müssen wir uns privat halt beteiligen und andere Lösungen finden, wie diesen Bürgerfonds oder irgendwie kostet Partnerschaft auch Geld. Es kostet nicht nur Zeit und Aufwand, es müssen auch finanzielle Mittel da sein. Und wenn man das ernst nimmt und es waren ja früher mal Erbfeinde, wenn man so will. Also mein Urgroßvater war in Werder, mein Großvater war in französischer Gefangenschaft. Mein Vater war in weißer Jahrgang, der war nicht beim Militär. Und heute können wir über diese menschliche Partnerschaft eigentlich sagen, einen Krieg wird es mit Frankreich nicht mehr geben. Mhm. Ja, und zwischen Russland und Ukraine gibt es da Städtepartnerschaften. Nee. Oder zwischen Gazastreife und Israel. Mhm. Das ist der Weg zum Frieden. Man muss sich kennen. Und dann kann das nicht mehr passieren. Was haben Sie denn für die Zukunft geplant? Ja gut, also jetzt ist der nächste Besuch in Weißenburg auf dem Weihnachtsmarkt. Läuft am 8. Dezember, was wir vorhaben. Unser Sprachkurs läuft weiter, das ist wöchentliches Treffen. Und das tut eigentlich alle gut. Wir haben einen Anfängerkurs und einen fortgeschrittenen Kurs. Auch über die Volkshochschule sind wir da dran gekommen. Aber ich dachte eigentlich auf das erste Partnerschaftstreffen hin, als wir in Orlé waren. Da bereiten wir uns vor und machen einen Sprachkurs. Als wir dort waren und kamen zurück, wollten die Beteiligten nicht aufhören. Dann haben wir weitergeführt. So sind wir im 5. Sprachkurs mittlerweile. Mhm. Und es tut eigentlich alle Beteiligten gut. Man kommt nicht raus aus der Sprache. Wo sind denn die Sprachkurse? Die finden im Ratssaal statt in Federsheim. In Federsheim. Und wann? Der fortgeschrittene Kurs ist mittwochsabends um 6 und der Anfängerkurs donnerstags um 6. Dann könnte man auch sagen, da könnte man auch vom Freundeskreis Kontakte knüpfen dann, wenn jemand da hinkommt. Ja, ja, da haben wir Mitglieder geworben und es kommt uns auch gar nicht drauf an, ob das jetzt Federsheimer sind oder da ist eine Frau aus Rhein-Türkheim, der Spaß macht, und andere wohnt in Herrnsheim. Wir sind da ganz offen, weil wir haben ja schon mitgekriegt, dass Federsheim nicht mehr selbstständig ist. Dann würde ich Sie gerade noch mal bitten zu sagen, Herr van Weger, wann sind die Kurse? Wann, um wie viel Uhr? Also jeweils um 18 Uhr. Der fortgeschrittene Kurs findet am Mittwochs statt, mittwochsabends 18 Uhr. Rathaus, dauert 1,5 Stunden. Und der Anfängerkurs ist donnerstags, auch um 18 Uhr, auch im Ratssaal. Ja, verehrte Zuschauer, wenn Sie Französisch lernen wollten, dann noch Mitglied beim Freundeskreis werden, eine schöne, charmante, alte französische Stadt besuchen wollen, sind Sie bei Ihnen richtig? Das kriegen wir hin, also setzen wir uns ein. Ja, davon gehe ich aus. Ja, Herr van Weger, dann erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Auszeichnung. Vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen von Herzen eine lebendige Partnerschaft. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön.